Was für ein Anblick der Gegensätze. Unsere Missionare, Apostel und Gurus, die hier in spärlicher, in asketischer Kleidung quer durch das Gelände laufen, weit weg von der Heimat, beseelt von dem Glauben an den heiligen Bullen und davon, sein Wort überall hinzutragen, an alle Ecken der Welt und Kunde von ihrem Gehorsam gegenüber unserem Gotte zu tun. Und hier in Yiyang, schaut euch das mal an, die Chinesen, die haben mittlerweile, also wenn ich mich nicht alles täusche, dann sind die schon in der Moderne angekommen. Hier steht auch moderne Straßen. Es könnte auch von der Grafik her Industriezeitalter sein. Ich weiß nicht genau, ab wann diese Hochhäuser zu sehen sind. Jedenfalls sind die ganz schön weit. Wir selber stecken noch in der Renaissance. Wir haben noch kein einziges, noch keine einzige Technologie aus dem Industriezeitalter überhaupt freigeschaltet. Hinken echt hinterher und hoffen, dass das gut geht. Bislang sieht's gut aus, aber eingesackt haben wir den Religionssieg hier noch nicht. Wir haben uns die Schotten und die Chinesen geholt. Wir haben die spirituell auf unserer Seite gezogen, die Amerikaner frühzeitig. Jetzt kommen wir mit dieser großen Armee, dieser spirituellen Armee an die Grenzen von Nubien. Und das ist echt eine Herausforderung. Mit den Nubien haben wir nur noch, ich glaube, sieben Runden noch eine Allianz. Genau, 7 Runden. Und wenn die abläuft, dann weiß man nicht, ob an Minatore das gefällt, was sie hier veranstalten, dass sie in ihr Reich reinmarschieren und ihre Städte umdrehen, obwohl sie ja selber eine Religion gegründet hat, den Islam, und damit auch potenziell selber einen Religionssieg erringen könnte. Wir marschieren hier rein und hoffen, dass wir fix genug sind, dass das klappt. Wir haben auch noch ein bisschen Beistand dabei. Wir haben hier diese 3 Militäreinheiten uns eben geholt mit einem Apostel. Die waren vorher Barbaren. Wir haben sie bekehrt. Die sind auch deshalb ganz wichtig, weil die können wir in das Reich, in die Allianz, das Allianzgebiet reinschicken. Westlich davon, die Griechen, mit denen haben wir ja Krieg. Und die Nubier auch. Das heißt, wir könnten auf Militäreinheiten der Griechen innerhalb des nubischen Territoriums stoßen. Und die könnten uns im Gegensatz zu den einheimischen Truppen, könnten die unsere theologischen Einheiten auch angreifen und massakrieren. Im Westen dauert es noch ein gutes Weilchen anscheinend, bis wir hier genügend viele Apostel und Missionare und so weiter haben. Auch Truppen, die wir mittlerweile zusammenziehen, auch etwas Gold, das wir uns holen. Insbesondere beim Missionieren der Städte, mit dem wir vielleicht nachher noch ein paar Einheiten upgraden können, um dann hier rüber zu ziehen. Ja, und meine Hoffnung vom Timing ist, dass das funktioniert, die Allianz mit Nubien in den nächsten 7 Runden noch zu nutzen, um den Staat umzudrehen, spirituell, und dann, gut getimt, ich bin wiederholt in den Kommentaren gefragt worden, WB, warum hast du das nicht schon längst, dass du hier Frieden schließt mit Gorgo, aber das ist Quatsch, ich hatte das vor ein paar Folgen schon mal erklärt, ich wiederhole mich mal ganz kurz nochmal. In dem Augenblick, wo wir Frieden mit ihr haben, ist sie ja nicht sofort unser Freund oder unser Allianzpartner. Anfangs gilt, ja, Waffenstillstand, also sie kann uns da nicht gleich wieder neu angreifen. Und diese schmale Zeitfenster nach dem Friedensschluss bis zu dem Augenblick, wo sie wieder frei wäre, uns den Krieg zu erklären, ich weiß nicht auswendig, wie viele Runden das sind, ob das 10 Runden zum Beispiel sind. Diese schmale Zeitfenster müssen wir dann nutzen, um mit unseren theologischen Einheiten reinzugehen und den Staat umzudrehen. Denn dass sie noch gut Freund wird mit uns und Allianzpartner, Freundin oder ähnliches und uns deshalb, dass wir deshalb keine Gefahr laufen, von ihren Militärtruppen angegriffen zu werden, auch in Friedenszeiten, also darauf kann man nun weiß Gott nicht spekulieren. Deshalb dieses Timing. Und ich hoffe, es geht gut. Unsere wichtigsten Einheiten, ich bin übrigens bei den Kommentaren die ziemlich weit voraus beim Drehen, die letzten 5 Videos, da kenne ich noch nicht eure Kommentare. Ich muss voran produzieren, ich erwarte den Preview-Key von Gathering Storm und vom zweiten Add-on und will da natürlich mich ordentlich reinspielen, um euch auch ein Preview-Let's Play zeigen zu können. Der nächste Livestream steht an und so weiter, zu einem anderen Spiel. Also ich muss hier einfach vorproduzieren. Wir haben 2 ganz wichtige Apostel, das ist dieser hier. Theologische Stärke, religiöse Stärke im theologischen Kampf, Disputant plus 20 und dieser hier müsste es sein. Ebenfalls, das ist der 2. Disputant. Das sind unsere wichtigsten. Die schützen den ganzen Pulk vor den Disputanten, den potenziellen der Gegenseite. Einen Disputanten haben wir noch hier oben. Leider nur einen, der kommt gerade hier angewetzt. Den haben wir extra zurückgeschickt. Das wird ein Weilchen dauern. Ein Guru, um die hier zu heilen, gleich 2 Apostel bedrängen uns hier. Und den 4. und letzten Disputanten, den haben wir irgendwo hier vorne stehen. Okay, jetzt ziehen wir erstmal mit den Theologen hier bei Nubien voran und müssen uns überlegen, wo sind die Städte? Hier sind ein paar. Hier ist wahrscheinlich das Hauptreich. Gelb zeigt an, das ist Islam. Hier ist alles schwarz. Das sollte bedeuten, dass die Städte im Augenblick nicht mehrheitlich dem Islam folgen oder wem auch immer. Übrigens, wir hatten ja
die Chinesen haben ja Moksha, den Kardinalsgouverneur, immer noch platziert in Lissabon, obwohl die Stadt mehrheitlich buddhistisch ist. Und das nicht zu knapp. Alle, wer hier gläubig ist, glaubt an den heiligen Bullen. Das sind verdammt viele Leute. Das sind 7 von 9. Religiöser Druck wird hier bei +9 angezeigt. Und schaut mal hier, Karma. In Karma haben wir zwar keinen einzigen Buddhisten, aber der religiöse Druck ist bei 6. Der kommt ja eigentlich von der Zahl der Bevölkerungspunkte her. Und Islam 6 Bürger und trotzdem nur 12. Und das kommt halt daher, weil der Druck, der von hier aus kommt, von Moksha, verdoppelt wird. Das heißt, die Chinesen unterstützen uns hier im Kampf gegen den Islam. Islamstadt, Islamstadt, das hier scheinen alles Städte zu sein, die noch nicht umgedreht sind. Wir gucken mal, wie viele Städte die Nubier überhaupt haben. +1 + die Hauptstadt, 9. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Übrigens, wir haben auch noch ein Trüffelgut, das wir verhökern können. Das sollte eigentlich bei Robert möglich sein. Oh, Allianz erneuert, klasse. Jetzt hat er akzeptiert. Wunderbar. Das hatte ich mir so auf gut Glück geklickt. Das heißt, es wird ja nahtlos fortgesetzt, die Allianz mit ihm. Das ist echt traumhaft, die Forschungsallianz, die dann irgendwann in Stufe 2 kommt. Jetzt gehen wir wieder zurück und handeln das normale Abkommen aus und schauen mal, ob wir ihm Trüffel verhökern würden, könnten. Ja, oh, das ist gute 26 Gold für 30 Runden, das ist echt heftig. Vielleicht, er hat ja wahnsinnig viel Quecksilber, im Überfluss mutmaßlich, Marmor haben wir bereits, aber mal schauen, wie das ist bei Quecksilber. Kaum weniger, 21 Gold für 30 Runden. Und hier ein etwas geringerer einmaliger Goldbetrag. Das heißt, wir zahlen etwa 5 Gold pro Runde, um außerdem noch Quecksilber zu bekommen. Das machen wir sofort. Das ist echt klasse. Danke, Robert. Du bist ein ganz, ganz treuer Freund. Ich habe dich echt in mein Herz geschlossen. So, das sieht gut aus. Sind hier heilige Städten in den Städten der Nubier, die wir schon sehen? Nein. Hier. Das heißt, die Stadt sollten wir schnell umdrehen. Wir ziehen mal mit beiden Aposteln. Ich setze einfach mal. Ich ziehe mal mit dem hier, mit dem Apostel, mit. Die Missionare sind ja schnell opferbar. Die tun ja nicht wirklich weh. Hier ist ein Missionar, den ziehe ich mal vor. Sind hier noch Städte? Sind die alle hier unten? Wir wissen es nicht. Ich ziehe mal einen Missionar vor. Auch hier schon Druck des Bullismus, eine ganz kleine Stadt nur. Und die Stadt ist doch mehrheitlich islamisch. Das wurde nur nicht richtig angezeigt, okay. Weil wir die noch nicht richtig aufgedeckt hatten. Dann machen wir das so, dann ziehen wir die Kämpfer, die ziehen wir mal nach links, die Apostel. Die wird, glaube ich, auch erst dann so richtig sauer, wenn wir beginnen zu missionieren. Wir blocken die heilige Stätte mit einem Missionar, der ist nicht so wertvoll. Dann können hier schon mal keine Missionare entstehen, sondern nur noch in der Stadt selbst. Unseren Disputanten über die Brücke schnellst so weit wie möglich nach vorne. Das ist der zweite Disputant.
ist auch ein sehr guter Prediger hier. Sieht schon mal neben die Stadt, eine ganz kleine. Hier scheinen keine mehr zu sein. Ich vermute mal, das Nubische Reich ist hier. Das ist, glaube ich, die Hauptstadt hier, Meroe. Von hier aus sind die also irgendwann mal, haben die darauf los expandiert. Ich vermute, hier sind die Städte alle. Oder das Herzstück von ihnen. Wir sollten einen Guru für unten reservieren. Nicht Pokémon und sag mal die anderen, die sind alle links, obwohl hier sind auch noch, das ist auch noch, nee, das sind Apostel. So, dann wollten wir den Stadtstaat Karthago noch missionieren. Noch kein Bullistier. Ein einfacher Missionar. Danach geht's noch rüber nach Guangzhou. Eine der beiden letzten Städte hier im Chinesenreich, die wir überhaupt noch missionieren müssen. Ein Hügel, ne? Eine Mine, genau. Drei von 10 Bürgern. Mit ihm ziehen wir das näher durch in der nächsten Runde. Dann sollten wir die Stadt umgedreht haben. Und dann kassieren wir nochmal 100 Gold. Hier, genau. Also eine Runde aussetzen. Oder einmal hier runterziehen und gucken. Kann auch nicht mehr Kontrollzone. Das hatten wir doch Ende der letzten Folge schon mal. Bleibt bitte hier. Er auch. Ich würde schon gerne so ein bisschen hier weiter beobachten, ob hier Aposteln in Nubia hin und her ziehen. Oh, die haben was vor. Noch ein Apostel. Meine Güte. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Oh lala. Wie gut es hier ein Disputant kommt, aber das wird trotzdem heftig. Andererseits ist das gut für uns, weil die sind alle von ihrer Heimatstadt dann weg. Aber vielleicht schicken wir noch einen weiteren Apostel dort drüber. Oder einen Guru zumindest. Die können aber alle nicht mehr. Eine Runde weiter. Boost für die Chemie. Diverse Forschung, okay. Ein Weltwunder fertiggestellt. Groß-Simbabwe bei den Chinesen. Allianz mit Teddy Hooswelt ist gestiegen. Das ist super, super wichtig und super, super schön. Das wird noch falsch angezeigt. Es müsste die Stufe 2 sein. Hier wird es richtig angezeigt. Und Allianz Nummer 2. Was das bedeutet, religiöse Allianz, wird hier erklärt. Wir bekommen jetzt plus 10 Bonus auf religiöse Kampfstärke gegen gegen nicht verbündete Religionen. Das heißt, wenn wir gegen den Islam, also nicht verbündet heißt, außerhalb des Bündnisses von Teddy und uns, so verstehe ich das. Das heißt, wir sollten jetzt einen plus 10 Bonus durch die Allianz bekommen, wenn wir gegen die Nubier vorgehen, obwohl wir mit denen alle eine Allianz haben. Das können wir gleich mal hier oben im Tooltip überprüfen. Das ist unser Disputant, der Alter bei.
Durch religiöse Allianz, habt ihr gesehen, rechts. Plus 10. Es klappt tatsächlich. Dann kriegen wir den fast klein. Und den hier, weil der noch im Wasser schwimmt, kriegen wir sogar abgemurkst. Der ist noch ganz schwach dann. Aber ich glaube, wir können das. Doch, wir können. Oh, das ist gut. Nein, er hat knapp überlebt. Wir blocken das Feld, damit er nicht an Land ziehen kann. Das Feld blocken wir auch. Die können nicht in einer Runde, dann kann er nicht an Land ziehen. Und er kann sowieso erstmal nur aufs Wasser und in der nächsten Runde dann ans Land ziehen. Der ist an Land, aber naja, das hier ist halt ein Apostel, der ihm überlegen ist. Mal gucken, was er macht. Er wird wahrscheinlich versuchen zu missionieren, das soll er ruhig. Wir werden ja Einheiten killen und dadurch wiederum uns stärken. Er zieht auch dazu, also wenn hier nicht noch viel mehr dazukommen, vielleicht kommen ja doch noch viel mehr dazu. Echt dramatisch. So, er kann befördert werden. Und wir können uns auch gleich einen weiteren Apostel holen. Das steht ihm zur Verfügung. Ja, damit könnten wir Sanitäter. Damit könnten wir Barbaren umdrehen, aber ich sehe erstmal im Moment kein Barbarencamp hier irgendwo. Ziehen wir immer eins zurück. So, und ist das mit dem Ablassverkäufer. Und dann kaufen wir hier noch einen weiteren Apostel dazu. Und schauen mal, was hier oben eigentlich passiert. Hier waren da auch noch Apostel der Protestanten unterwegs. Kann ich nicht mehr kennen. Die müssen hier irgendwo schwimmen. Da warten wir mal in Ruhe ab. In ewiger Bulle. Produktion abgeschlossen einer Wassermühle. Ich würde gerne einen Mamelucken, unsere Ritter-Spezial-Ersatzeinheit, produzieren. Der ist echt cool. Heilt am Ende jeder Runde. Ein Stückchen selbst dann, wenn er sich bewegt hat. Dann heilt man ja normalerweise nicht. Oder wenn er angegriffen wurde. Anscheinend nicht, wenn er selber angegriffen hat. So verstehe ich das zumindest. Aber immerhin. Und was wir auch machen können, hier das Industriegebiet in 11 Runden, das reicht vorn und hinten nicht, das machen wir anders. Wir machen das entweder stattdessen, wir haben das nur eine Runde angebaut, eine Madrasa, noch mehr Wissenschaft, noch mehr Glauben. Oder wir bauen auch hier einen Mamelucken. Wir bleiben bei unserem Religionssieg und setzen eine Madrasa drauf. Wer weiß, wofür das gut sein kann. Speer hier oben abgeschlossen. Und jetzt können wir es machen. Jetzt ist hier Magnus etabliert. Und wir werden hier eine heilige Stätte bauen. Wir werden erst einmal roten, bevor wir die hier platzieren. Haben jetzt einen riesigen Rodungsertrag durch den Wald. Erheblich vergrößert durch Magnus hier in Weltendach in Reserve. Die Einheit ist jetzt futsch. Und können jetzt den Campus, die heilige Stätte da platzieren. Plus 6 Glaubenspunkte. 2 durch die Naturwunderfelder hier und jeweils einen pro Berg hier. Und dauert nur 6 Runden. Das ist gut. Und hier ist unser Spion. Der erfindet einen Skandal, um Gesandte auszuschalten. Erfolgswahrscheinlichkeit unter 2/3. Wenn es klappt, schalten wir einige Gesandte von Gorgo hier aus. Dauert leider 16 Runden. Gorgo vorne, dann wir. So, jetzt geht's hier wieder hier runter und ziehen hier mal weiter. Das sind diese vielen Barbaren hier.
er 2 Fortbewegungspunkte. Das ist ein Hügel. Ja, draufziehen werden die Fortbewegungspunkte weg. Das hier ist Tundra und Wild. Er steht im Wald. Den kriegen wir nicht mit beiden Bogenschützen hier angegriffen. Dann machen wir das so. Wir ziehen mit ihm hier hin. Schwächen den schon mal. Sehr schön. Den Speer, der ist ja keine so große Bedrohung und er wird es jetzt schon schwieriger haben beim Angriff auf den Armbrustschützen als zuvor aufgrund seiner Verwundungen. Magnus ist hier, das haben wir schon ausgenutzt. Technikbonus ist klar. Mehr Wohnraum in Schweineschnüffler. Etwa knapp 7 Nahrungsüberschuss hier, wenn man den Multiplikator berücksichtigt. Wir könnten, was entsteht hier? Ein Siedler. Wir könnten hier weitere Glaubenspunkte generieren, indem wir hier zum Beispiel auf 2 Nahrung eine Produktion verzichten. Aber ich würde eigentlich ganz gerne einen Siedler nutzen, um hier eine Stadt zu gründen. Und ich glaube, man kann so und so rumdrehen. Es ist, glaube ich, nicht entscheidend. Wissenschaftspunkte könnten wir auch da oben generieren, aber wir haben ja schon 151. Das wiegt nicht so schwer ins Gewicht. Egal, wie man es macht. So. Jetzt sind wir wieder hier angekommen. Wir wollen erstmal hier im Osten. Da wollten wir da noch was machen. Mit diesem hier ziehen wir hier entlang nach Guangzhou. Mit dem Missionar geht es dort lang. Und der hier holt sich die Stadt jetzt. Bürger werden... Oh, ja, und dann sind wir Mehrheitsreligion und Erbog, wir bekommen 100 Gold. Ja, klasse. Wieder 100 Gold. Jetzt haben wir schon 833 auf der hohen Kante und können die irgendwann zum Beispiel in Upgrades für Militäreinheiten spendieren oder worin auch immer. Er kann nicht weiterziehen, den wollen wir Richtung Stadt bringen. Den setze ich einfach eine Runde aus. So, jetzt sind wir wieder hier angekommen. Und können jetzt anfangen, hier zu missionieren. Oder mal auf Stadtsuche gehen. Hier sind wir langsam unterwegs. Hier sollte noch eine Stadt sein. Das ist die Stadt, die wir umdrehen wollen. Die heilige Stätte des Islam ist übrigens Kerma, wie hier steht. Das heißt, diese Stadt hier. Wenn wir die umdrehen, da stehen wir kurz davor, das ist die heilige Stätte, dann könnte eventuell Aminatore ein bisschen, wie drücke ich es vornehm aus, angepisst sein. Wir machen es natürlich trotzdem. Aber wenn, dann erst in der nächsten Folge. Und unter den wohlwollenden Augen, dem wohlwollenden Blicke des Kolosses, der dort hier steht, ins Meer hinaufblickt, eine Fackel in der Hand hält, ein Speer in der anderen und uns hoffentlich, zumindest in unseren Träumen, einmal gütig und wohlwollend zulächeln wird, wenn wir unser Werk verrichtet haben.